Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Days Gone. Ja, und die Hauptstory, die haben wir in der letzten Folge abgeschlossen. Wir haben die Hauptstory jetzt hinter uns nach über 120 Folgen und sind aber trotzdem noch nicht ganz fertig, denn wir haben schon die nächste Mission, die nach der Hauptstory jetzt anscheinend noch zu finden ist. Und zwar: Finde deine Ringe, wo sind meine verdammten Ringe, und wir kehren wieder zurück nach Wizard Island auf die zerstörte Insel, wo wir ja in der letzten Folge, in der letzten Aufnahmesession noch ein bisschen gekämpft haben, also die Leute da eigentlich befreit haben von der Herrschaft von dem verrückten Corporal Garrett. Der lebt ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Da hat ja Sarah geschaut, dass sie den los wird. Ich sag jetzt mal, dass unter Anführungszeichen los wird. Der hat da seinen Tee vergiftet, da irgendeine Pflanze reingelegt, die wir damals besorgt haben, diese hochgiftige. Der hat dann vom Tee getrunken und ist dann dort eben am Tisch auch umgekippt. Und jetzt ist hier gerade wahrscheinlich niemand auf Wizard Island, der die Führung übernimmt. Da ist natürlich die große Frage, wer ist denn dann der nächste Herrscher über Wizard Island, über das gesamte Gebiet Crater Lake dort drüben? Ist das vielleicht Reaver? Der war ja doch einer von denen, die doch relativ hoch waren vom militärischen Rang her. Wir haben dann noch Sarah, aber die ist ja mittlerweile nicht mehr dort. Die ist ja schon wieder bei uns, beim Lost Lake wieder zurück. Dann gab es uns und Skizzo, der auch natürlich jetzt einen hohen Rang hatte vom militärischen her. Der lebt ja auch nicht mehr. Also wir haben da schon aufgeräumt in der letzten Folge. Und wir werden wahrscheinlich auch hier, wenn wir dann da sind, gleich rausfinden, wer denn jetzt der nächste Häuptling, der nächste Befehlshaber von dem Ganzen hier ist. Wenn es Reaver sein wird, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so militärisch zugehen wie bisher. Das finde ich aber gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Also ich finde das ein bisschen, oder fand das ein bisschen too much, ehrlich. Oh Gott, Gott, guck mal, wie viele Horden da noch sind. Hei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Horden noch. 10 müssten es sein. Wo sind die 10. Horde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehe ich da nur. Na, vielleicht taucht er ja noch auf die 10. Keine Ahnung. Ich habe übrigens auch, wie ich es versprochen habe, in der letzten Folge nochmal angeschaut bei unseren Fertigkeiten. Nee, nicht bei unseren Fertigkeiten, sondern bei unseren Journalien, hier bei den Sammelobjekten nämlich. Was fehlt uns noch und was haben wir schon, und habe dann, glaube ich, auch alles gefunden. Habe das auf so eine Karte eingetragen. All das, was wir noch finden müssen. Und da würde ich sagen, wir schauen jetzt gleich mal. Wir sind hier in Lost Lake. Wo würde es denn da? Ich habe mir das alles auf der Karte hier markiert, überall einen Punkt hingesetzt. Es sind ziemlich viele. Also wir haben da schon 25 Dinge, die wir noch sammeln müssen insgesamt. Und da sind die Horden noch gar nicht inkludiert in dem Ganzen. Also da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Aber ich würde sagen, wir werden mal schauen, ob wir da nach unten fahren, ob wir da nicht vielleicht irgendwas schon mitnehmen können. Wir hätten beispielsweise hier irgendwo. Ich kann da ja bestimmt ranzoomen. So, das ist, muss ich mir erstmal zurechtfinden, das ist gar nicht so leicht, muss ich zugeben. Wir haben hier, das ist noch weiter hier drüben, da gibt es was zu finden. Und zwar Neo Infos 50 gibt es hier zu finden, weit von dem Ort entfernt, wo wir hinwollen. Wir könnten aber theoretisch sagen, wir nehmen mal die Horde hier mit. Hordenkiller, Beaver, Feuchtgebiete, Rastplatzhorde. Wenn wir die Horde mitnehmen und uns dann die Neo Infos 50 von hier drüben holen und dann nochmal die Horde mitnehmen, die McLeod Ridge Horde, dann wären wir hier zumindest von den Horden fertig. Es gibt ja in der Crater Lake Region nur 3 Horden. 2 haben wir schon, das wäre dann eine dritte. Der Großteil wartet da drüben bei Highway 97 auf uns. Da sind ja noch 10 Horden, die darauf warten, getötet zu werden. Eine davon wäre die hier. Und ich würde sagen, wir machen das so. Wir werden mal eine Schnellreise hier hin machen. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne mal gucken, ob Sarah jetzt hier überhaupt in unserem Bunker, in unserem Lager ist. Wir sind ja letztes Mal mit ihr hierher gekommen. Aber finden wir sie hier auch? Ist sie vielleicht in der Hütte mit Boozer? Oder in unserer Hütte? Wir waren ja auch dort damals. Das muss da hinten sein. Ah, tatsächlich. Guck mal einer an. Ach, wie schön. Und das Hündchen ist auch da. No, guck mal, wie lieb. Guck mal, hab noch was. Oh. So, Freunde. Wie geht's euch denn? Buse sieht ein bisschen sauer aus, aber das ist wahrscheinlich nur,
Ja, ein falscher Gesichtsausdruck, das nehmen wir falsch an. Der ist bestimmt ganz glücklich, Sarah hat ein kleines Lächeln am Gesicht, das finde ich schön. Ach schön, endlich wieder vereint, endlich wieder wie früher. Bis auf das, dass jetzt eine Zombie-Apokalypse ist, das war natürlich früher nicht, aber wir können zumindest dort weitermachen, wo wir früher mal aufgehört haben. Und ich würde sagen, bevor wir wegreisen, bevor wir wieder zurückreisen Richtung Crater Lake, holen wir uns hier nochmal ein bisschen Munition, wir brauchen ja ein bisschen was. Und dann sage ich mal, tschüss meine Liebe, bis später und bis später natürlich auch Boozer. Ich kann mir gut vorstellen, dass sobald wir hier das Camp verlassen, da die ein oder anderen Funksprüche gleich wieder auftreten werden. Aber wir wollen, dass wir uns mal den Weg hier sparen können, denn hier ist nichts mehr, was wir mitnehmen können. Es ist ziemlich viel noch, was wir sammeln müssen. Hier drüben bei Iron Butte sind wir erst bei 98%, aber hier in Lost Lake sind wir ja generell schon fertig. Wir haben ja alles abgeschlossen, alles gefunden, was wir mitnehmen können. Also da gibt's nichts mehr. Dann machen wir mal eine kurze schnelle Reise zum Sentium Neo-Kontrollpunkt, werden dann von dort einmal durch den Tunnel fahren und dann uns gleich mal um die erste Horde kümmern in dieser Folge und dort schauen, dass wir da ein bisschen aufräumen können. Wir haben gerade Nacht, das könnte zum Problem werden. Kommt natürlich darauf an, wie groß... wie groß die Horde sein wird. Wenn das nur so eine Miniaturhorde ist, dann ist das ja ganz okay. Aber wenn dann weiß ich, 200 oder 300 von denen dort rumlaufen, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen ein Problem schlussendlich. Oh Gott. So, weil ich es gerade da hinten sehe und weil ich gerade so meine Tankanzeige sehe, würde ich sagen, bevor wir da durch den Tunnel fahren, wir tanken gleich mal hier auf. So. Guck mal, 36%, das ist ein bisschen mehr als ein Drittel, ist jetzt nicht mehr ultra viel Benzin, was wir dabei haben. So. Dann werde ich mal ganz kurz mein Mikrofon noch ein bisschen hier verrücken, dass das genau in der Mitte vom Monitor hängt. So, das sollte jetzt passen. Kommen wir überhaupt noch durch? Ja, sollten wir schaffen. Jetzt gehe ich die ganze Zeit auf mein Mikrofon, da vorne rennt irgendjemand. Ja, wird schon passen. Hab's jetzt irgendwie so mittig aufgestellt, war ein bisschen zu weit nach links gerückt vorher. Wer rennt denn da vorne? Oh, die rennen da vorne. Ich markiere mal die Horde, damit wir wissen, wo wir hinfahren müssen. Hier wollen wir hin. Ist ein mutierter Wolf, oder? Den einen hat er. Oh. Der ist gar nicht mal so schwach. Okay, und das sind einige noch von denen. Eieieiei, mal gucken, ob wir da noch was finden können. Wir haben ja damals alles zwar gelootet, aber ich kann mir gut vorstellen, na gut, hier ist überhaupt nichts, dass wir da verschiedene Dinge haben nicht mitnehmen können. Wir sind ja auch jetzt nicht wirklich gut ausgerüstet. Wir haben einen, zwei Molotows und das war's dann. Da unten haben wir ein bisschen was, aber ich vermute mal, sobald wir dann der ersten Horden angreifen, guck mal, keine Attraktorbombe, nur vier Attraktoren, von denen wir uns auch keine mehr herstellen können. Sobald wir dann der ersten Horden angreifen, werden wir bald ohne Mittel dastehen und da haben wir, glaube ich, dann ein bisschen ein Problem. Da müssen wir dann doch noch hin und wieder mal bei den Häusern vielleicht stoppen und mal looten gehen, weil wir waren zwar mittlerweile schon überall bei jedem Haus und so weiter und so fort, aber wir haben halt nicht überall alles mitgenommen, weil wir nicht überall alles mitnehmen konnten. Ich bleibe jetzt nicht jede 5 Meter stehen wie damals, aber warum sind denn da oben eigentlich so viele Leichen? Guck mal. Na, wurscht. Huch, aua. So, wir haben gerade Nacht. Haben 3 Punkte, an der sich die Horde rumtreiben könnte. Einer davon wäre da unten, aber ich glaube, wir sind hier gar nicht mal so falsch. Ach du Scheiße. Na, das ist hier auf jeden Fall mal ein bisschen was. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind auf jeden Fall mal ein paar. Und irgendein Lustiger da vorne, glaube ich, wollte gerade auf die schießen. Ja, der schießt sogar immer noch. Na, so doof muss er halt mal sein.
Okay, das sind schon locker um die 400, 400 sind jetzt 200 wahrscheinlich. So, mal gucken, ob wir das vielleicht gleich mal nutzen können, die Gelegenheit, und vielleicht so einen Molotow da reinwerfen. Oder rüberwerfen. Na, die haben uns ja ein bisschen schneller gesehen, als ich geplant habe. Na, noch einer, komm. Okay, nicht schlecht. Naja, ich weiß ja nicht. Wir haben zumindest mal zwei Drittel von der Horde ausgelöscht. Das Problem ist halt, es sind trotzdem noch relativ viele da. So, das war mal ein 50er-Haufen hier. Und der letzte Rest ist da hinten. Vielleicht können wir ja da noch so eine schnuckelige Rohrbombe reinwerfen. Ja, das schaut gut aus. So, und so holen wir noch ein paar. Sehr schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, die trauen sich hier gar nicht durch die Absperrung durch. Die bleiben alle da hinten. Oder sie wissen nicht, wie es hier weitergeht. Das kann auch sein. Ich glaube, die wissen nicht, wie es hier weitergeht. Weil normalerweise steht das Auto ja hier vor. Und wir haben das nur weggeschoben, weil wir hier damals missionsmäßig durch mussten. Und ich glaube, die können so jetzt hier nicht durch. Das ist gut. Und das wäre die Biber-Feuchtgebiete Rastplatzhorde gewesen. Wir bekommen anscheinend gar keine Punkte dafür, aber die brauchen wir auch gar nicht mehr, denn wir sind ja, glaube ich, eh schon bei jedem Gebiet mittlerweile beim Maximum. Einerseits vom Vertrauen, andererseits auch von dem, was wir upgraden können für unser Bike beispielsweise. Wir brauchen gar nicht mehr so viel. Diamond Lake bekommt trotzdem Punkte. Okay, 1056 Vertrauenspunkte, Hordenkiller 63%, aber anscheinend keine Erfahrungspunkte mehr, weil wir da ja auch schon alle Skills sammelt haben. Wir haben all die Erfahrungen schon eingesetzt, die wir gesammelt haben, all die Punkte schon eingesetzt, alle 45 Erfahrungspunkte. Komm mal! Schau mal hier! Na komm, lass dir nicht so viel Zeit da! Ja! Schön! So, wenn wir schon mal da sind, dann gucken wir hier nochmal ganz kurz durch. Kann man sich mal nicht vorstellen, dass wir so ultra viel haben. Guck mal, das haben wir schon gesehen letztes Mal, als wir hier waren. Diese Militär-LKWs. Das ist der. Ach, guck mal, das war sogar eine ganze Mannschaft. Da waren ein paar Plünderer wieder am Berg, die geglaubt haben, sie können sich hier einer ganzen Horde entgegenstellen. Hat ja gut funktioniert. Was die dabei sich dabei denken, ist mir auch ein großes Rätsel. Ganz ehrlich, da steht eine ganze Horde und die denken sich, komm, weißt du was, die greifen mal jetzt an. Wir vier. Kommen zwar gar nicht mit zwei Leuten. Das sollte ich mir mal anschauen. Mit zwei Leuten von den Fügern zurecht. Weil die schon zu viel sind, aber da steht eine ganze Horde. Wurscht, wir schießen halt einfach. Naja. Sieht man ja, was sie davon haben. So, ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Das war ja früher so ein altes, kleines Lokal. Mittlerweile ist das Ganze
mit Schlafbetten und wahrscheinlich so ein Feldlazarett hier sollte das gewesen sein. Aber gut, hier ist ja keiner mehr. Wir haben ja das alles schon verdrängt und zurückgeschlagen. Da ist ja niemand mehr. Oh. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch irgendjemand gegen uns kämpfen wird, wenn ich ehrlich bin. Warum leuchtet denn das Klo hier so? Weil wir haben ja eigentlich die anderen, ich will jetzt nicht sagen befreit, aber es gibt ja jetzt keinen Grund mehr, gegen uns zu kämpfen, weil der Corporal Garrett ist ja eh nicht mehr da. Der war ja der Einzige, der diesen Kampf befürwortet hat. Das waren ja nicht unsere Soldaten oder die Soldaten von Wizard Island. Das war ja nur er. Und die Soldaten haben dann halt keine andere Wahl gehabt, als auf uns zu schießen. Und die eine Wahl gehabt haben, die haben es wahrscheinlich nicht getan und die anderen sind eh tot. Die haben wir ja erschossen. So, bevor wir uns so weiter nach ins Landesinnere vorbereiten, werden wir mal ganz kurz nochmal alles herstellen. Siehst du, wir haben ziemlich viel Verwendung für das ganze Styropor, haben wir überhaupt keine mehr. Wir können auch hier unten nur ein bisschen was herstellen, aber nicht wirklich viel. Fernlenkbombe ist zumindest mal dabei, sehr gut. Den Cocktail können wir auch herstellen. Naja, zumindest ein bisschen was. Aber so eine Horde, das geht schon nicht spurlos vorüber. Das braucht schon ein bisschen Ressourcen. Wir hätten theoretisch die nächste Horde direkt daneben, aber ich glaube, wir müssen da hinten sowieso noch irgendwas mal finden. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt erstmal hier hinfahren. Schnelle Reise zahlt sich da gar nicht aus, muss ich zugeben. Fahren wir mal hier hin. Ist trotzdem noch ein knapper Kilometer. Wow. Den wir da fahren sollen. Oh Gott. Kommen wir hier überhaupt durch? Slowdown, Checkpoint, was? Oh Gott, das war hier. Der enge Gang, wo dann auf einmal wieder Flüger waren. Okay, die kümmern sich aber gerade um was anderes, Gott sei Dank. Finde ich gut, finde ich gut. So, zerstörte Brücken. Wow. Guck mal, da hätten wir ja auch eine Horde. Zumindest so einen Schlafplatz von denen. Aber es kann sein, dass wir die vielleicht schon erledigt haben damals. Weil wir haben ja mittlerweile schon zwei Horden hier auf diesem Gebiet erledigt. So ist ja nicht. Wir waren ja nicht untätig bisher. So, wow. Und dann gucken wir mal. Irgendwo dort oben war damals auch eine Horde zu finden. Das ist keine Horde. Aber irgendwo hier oben, wo wir dann nie wieder hergekommen sind. Wir waren einmal da, ich kann mich erinnern, relativ am Anfang war das. Mit Captain Kui. Da haben wir die erste Mission, glaube ich, mit ihm gehabt und haben hier jemanden verfolgt. Was? Was war das jetzt? Haben hier jemanden verfolgt und sind dann aber nicht mehr hierher gekommen. Da war eine Horde hier zugange, bei diesen riesigen Leichendeponien hier wieder. Man sieht ja, das ist nicht einfach nur eine Grube ausgehoben, man sieht ja überall die Säcke drin von Neo, überall die verscharrten Leichen, die hier drin liegen und natürlich durch... Was sind denn da für Geräusche, sag mal? Durch Regen und Schnee kommen die dann halt wieder zum Vorschein. Und irgendwo hier... sollen sich anscheinend was befinden von Neo. Guck mal, da sind überhaupt komplette Leichen ohne Schutzanzug. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Freaks. Ich guck nochmal ganz kurz. Ich habe mir eh notiert, wo genau das zu finden sein soll. On the footstep of the tractor. Da haben wir einen Traktor. Oder da hinten. Ah, na gut, wir gucken hier nach, bitteschön. Ah, noch so ein Mikrorekorder. Was hier so passiert ist? Feldnotiz 1680. Meldung von Agent Sinclair. Fuck, ihr wisst schon von wem. Ich bin bei Leichendeponie 17 Alpha. Wir sind gerade dabei, die Deponie zu schließen. Die Transporte über den Highway 97 wurden alle gestrichen. Scheiße. Wir werden angegriffen. Eine Armeepatrouille. Wir dachten, es wäre die Nationalgarde, aber sie sind nicht. Das war nicht irgendeine lahme Miliz. Die haben versucht, unsere Ausrüstung und Männer zu kapern und dann brach die Hölle los. Es wurden Schüsse abgegeben. Ich wiederhole, hier wird noch geschossen. Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen. Irgendeine Miliz.
Ja. Da, so war das damals. Da hätten wir die nächste Horde, McLeod Ridge die Horde. Und dann hätten wir, habe ich gerade mal nachgeschaut, den nächsten Punkt, den wir mitnehmen könnten, beim Diamond Lake Außenposten. Und zwar Tourismus Nummer 17. Pintor Post of a Shattered Pier. Also zum Pier müssen wir gehen. Und bevor wir hier weitergehen, gucken wir uns natürlich nochmal die Niveau-Informationen an. Wir sind mittlerweile bei 90%, das war die Nummer 50. Die Inspektor-Feldnotiz 1680. Agent Martin Sinclair und Nero wurden von der Deschutes County-Miliz bei Leichendeponie 17a angegriffen. Das heißt also, wir wissen ganz genau, die hatten schon vorher Kontakt mit Nero. Das war nicht einfach nur der Heli, der da rumgeschwebt ist, als wir flüchten wollten mit unserer Frau, mit Sarah. Die wussten schon ganz genau, dass hier Nero noch am Berg ist. So. Na, warte mal, ich fahre mal hier der Markierung nach. Bevor wir da zum Schluss noch irgendwo raufkommen. Na, warte mal, wir können ja hier kurz rauffahren. Also, das sollte schon möglich sein. Gut, das ist vielleicht ein bisschen viel Schnee hier. Für unser Sommerfahrzeug. Oh. Die sind ja hier. Arschloch. Na, wie ist das? Müssen die genau jetzt kommen? Hoppala. Na genau, das war nämlich das, was ich vermeiden wollte. Na super toll, da fängt er gut an. Okay. Das Gute ist, ich habe das Gefühl, wenn ich da mal oben den Balken so anschaue, wir haben ein paar niedergeschossen. Ich glaube, das ist nicht wirklich eine große Horde. Das sind vielleicht so 75, wenn es hochkommt. Also das sollte schon möglich sein. Und die haben da oben irgendwas gefunden, so wie es aussieht. So, aber solange der Schalter einfach noch funktioniert, würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit gleich mal und schießen da jemanden tot. Vielleicht fangen wir mal hinten an, lieber. Okay, da sind doch noch relativ viele zugange. Irgendeiner ist da anscheinend in... Warum ist das eigentlich so leuchtend blau hier? Das habe ich noch nie ganz verstanden. Irgendeiner ist anscheinend da vorne in irgendeine Falle reingerannt. So, und wenn wir ganz viel Glück haben, dann können wir da oben vielleicht irgendwas Geiles reinhauen. Wir haben leider keine Napalm-Molotow. Aber zumindest normale. Und die sollten schon was nutzen. Sind denn die anderen alle? Das gibt's ja nicht. Ich baller hier rum und da meldet sich keiner. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die wollen jetzt sterben. Was ist denn hier los? Was machen die denn da oben? Was gibt's denn da oben so Interessantes, dass die mich da jetzt einfach so in den Stich lassen? Vielleicht sollte man mit einer Rohrbombe antworten. Ha!
Okay, das war nicht so eine gute Idee, glaube ich. Okay, bleiben zum Glück ein paar dran hängen, sehr gut. Okay, der letzte Batzen, der hält sich anscheinend wacker da oben. Also irgendwie, ich weiß nicht, da muss ja Leichen noch und nöcher geben. Das ist ja nicht möglich, dass die alle da oben rumstehen. Und ich baller mir da unten die Seele aus dem Leib und niemand kommt zu meinem Schlachtfest. So, das war die McLeod-Witch Horde. Eine ziemlich kleine Horde, ich vermute mal so um die 75, vielleicht waren es auch 80, 90, aber viel mehr waren dann nicht unterwegs. Wizard Island Vertrauen steigert sich, ach guck mal, da sind wir noch gar nicht bei 25.000, um 1.100 auf 24.000. Knapp darunter ist aber leider auch vorbei. Auf Stufe 3 sind wir hier, 2 sind wir hier, also ein bisschen was brauchen wir noch für Stufe 3. Mal schauen, Hordenkinder 65%, bald 2 Drittel, das ist sehr schön. Was nicht so schön ist, wenn ich mir da unten mal den Munitionsstand anschaue, da ist nämlich nicht wirklich so viel. Okay, 69 sind hier, ja, da waren es vielleicht doch so um die 100. Vielleicht sogar 120, sowas. Gucken wir mal, weiß ich nicht. So, wenn wir schon mal da sind, würde ich sagen, wir gucken nochmal ganz kurz in das Haus da rein, ob es da vielleicht irgendwas gibt, zur Repo oder so, brauchen wir ja ganz dringend. Aber ich glaube, hier haben wir ein wenig Glück, was zu finden. Eine Flasche zumindest. Okay, da ist ein bisschen was. Kerosin, Bierflasche und Schrott. Aber das war's dann auch. Oh, hallo. Mhm. Und hier überall die Fallen aufgestellt. Guck mal einer an. Na gut. Was haben wir als nächstes vor? Wir wollen zurückkehren Richtung Diamond Lake. Das war der Plan. Richtung Pier wollten wir fahren. Das heißt, Markierung hierher. Rauf auf unser Bike. Und wir holen uns unser nächstes Sammelobjekt. Und dann geht es aber zurück zu den verdammten Ringen Richtung Wizard Island. Und ich würde ganz gerne, wenn wir schon mal da sind, gucken, ob wir vielleicht, wir haben ja zwei Waffen freigeschalten durch den Hordenkiller. Irgendwie wahrscheinlich gute, denke ich mal. Weiß ich leider nicht, weil wir noch nicht rausgefunden haben, wo wir die herbekommen können. Ob wir das in jedem Camp können. Lost Lake ging auf jeden Fall nicht. Vielleicht geht es nur in diesen Camps hier. Weil das sehr militärische Waffen, glaube ich, waren. Oh Gott, der Sprinter auch noch. Na, Glückwunsch. Wenn wir Glück haben, können wir die vielleicht hier holen. Ansonsten müssen wir halt mal auf Wizard Island schauen. Vielleicht bekommen wir die auch dort vom Waffenhändler. Keine Ahnung, kann möglich sein. Da brennt es ja immer noch. Oh, schon wieder. Oh, das ist super toll. Jedes zweite Mal, wenn wir hierher kommen, sind da irgendwelche doofen Plünderer unterwegs. So, baller mal auf den da unten, bitte. Was glaubt denn der? So, was werde ich hier büßen? Du stehst hier vor meinem Camp. Hehehe, Lustiger. Was machst du hier? So, na weißt du was, lassen wir das Bike mal draußen stehen. Wir müssen sowieso reparieren und auftanken. Dann spawnt das eh da drin, das passt eh ganz gut. Ich würde sagen, weißt du was? Wizard Island? Wie geht's? Oder warte mal ganz kurz. Wizard Island vertrauen? Diamond Lake, ah. Bromi. Ja, nicht so viel. Also, keine Sergeant-Streifen mehr. Wie ist das so? Schon okay, denke ich. Ich vermisse Captain Khoury, um ehrlich zu sein. Er war immer gut zu mir. Ja, ja, ich auch. Und bei dir, vermisst du die Miliz? Lass mich kurz überlegen. Nein. Okay. Ja. Cool, da können wir also mit den Leuten hier nochmal ganz kurz quatschen und nochmal denen ihre Meinung anhören, wie die jetzt hier weiterleben wollen. Abgesehen jetzt, dass es davon die Miliz nicht mehr gibt, aber wie die jetzt hier quasi ihre Zukunft
beeinflussen wollen, ihre Zukunft gestalten wollen. Wir wollen hier nichts verkaufen, denn wir haben hier alle Punkte, die wir kriegen können. Wo wir verkaufen, das wird dann sein auf Wizard Island. Da fehlen uns auch 1000 Punkte. Okay. Und das machen wir dort. Johnny. Bis dann, Romy. Sir. Hey, Dick. Also kein Ja, Sir, Nein, Sir mehr, was? Wirst du es vermissen? Willkommen. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Obwohl, weißt du, ich werde es bestimmt vermissen, dich Bratwurst herumzukommandieren. Oh Mann. Weißt du was? Das könnte ich tatsächlich noch vermissen. Ja, wir können ja da gar keine Waffe kaufen, sehe ich gerade. Die hat uns ja eigentlich nie herumkommandiert. Wir haben ja nie eine Mission für sie gemacht. Sehr komisch. Hey, Dick. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Also, keine Miliz mehr, hä? Wie geht's dir damit? Irgendwie vermisse ich es, Sergeant zu sein und so. Hatte schon seine Vorteile, weißt du? Aber was soll's? Das Leben geht weiter. Ja, das tut's. Hast nicht lange gebraucht, um die rote Armbinde abzulegen. Schätze, es war nicht deine Schuld nach all dem, was passiert ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die sind doch alle relativ glücklich damit, dass sie jetzt nicht mehr unter diesem militärischen Zwang leben müssen, sondern eigentlich wieder ihr Leben sich so aufbauen können, wie sie es gerne hätten. Und zwar in freundlicher Gemeinschaft und nicht, wenn einer den anderen irgendwie hier anschreit und niederschreit wegen dem Training oder sowas. Wir erinnern uns ja da hinten, wo die Leute immer zusammengeschrien, da ist jetzt ein Feld, anstatt so ein Trainingsding. Finde ich gut. Siehst du, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also es hat sich schon ein bisschen was verändert. Glenn Russell, wer bist du denn? Oh, war das nicht auch einer, den wir damals als erstes bekommen haben? Kein Job verfügbar. Guck mal einer an. Statt Captain Curry sitzt der jetzt hier. Und dem Captain Curry, dem traue ich auch ein bisschen nach, muss ich ehrlich zugeben. Der war schon ein guter Mann. Ich habe zwischendrin immer geglaubt, der ist vielleicht einfach nur so der Handlanger von Corporal Garrett. Weil damals, als wir, ich glaube, zurückgekommen sind von der Cloverdale Research Facility mit Sarah, sind wir auch von Captain Curry erwischt worden. Da hat sie uns einen Kuss gegeben und Captain Curry hat das gesehen und ich habe mir gedacht, der plappert das sicher sofort aus. Und wir werden dann von allen dort verbannt. Da wusste man ja nicht wegen der Forschung und so weiter und so fort. Das hat sich alles erst nachher herausgestellt. Das war eigentlich nach einem Heilmittel, also Sarah eigentlich nach einem Heilmittel forscht, anstatt an einer Biowaffe. Aber habe ich mich anscheinend ein bisschen getäuscht. Der ist doch ein bisschen ein besserer Mann, als ich gedacht habe. Und das muss ich ihm hoch anrechnen. Da war ja eigentlich damit beauftragt, uns ins Gefängnis zu stecken und hat uns dann aber doch noch befreit. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann würde heute Wizard Island noch so stehen wie damals, aber das Lost Lake Camp würde wahrscheinlich in Schutt und Asche liegen, weil die Angriffe der Miliz dann nicht aufgehört hätten. Also dem Captain Curry haben wir schon ziemlich, ziemlich viel zu verdanken. Durch die Rettung von uns hat sich viel im Spielverlauf, auch wenn wir schon ziemlich am Ende der Story waren, noch verändern können. Glenn Russell, ich vermute mal, nachdem wir hier noch 3 Jobs erledigen müssen, Camp Jobs bei Crater Lake, wir werden früher oder später von Glenn auch eine Mission bekommen, habe ich das Gefühl. Okay. So, wenn wir schon mal da sind, dann lassen wir jetzt definitiv dieses Objekt hier nicht rumliegen. Irgendwo hier hinten soll das zu finden sein. Mal schauen, wo genau. Irgendwo am Pier. Vielleicht da. Da sind Fische. Na, guck mal nochmal. Ich hab's ja eigentlich am Handy hier. Ich habe ja immer die Karte. Pin to a post of a shed on the pier. Vielleicht da drüben. Na, das hat auch schon bessere Zeiten erlebt, die Hütte hier. Hier ist auch nichts. Oder vielleicht das Gebäude da? Ah! Na gut, das ist von der Farbe, hebt sich jetzt nicht unbedingt hervor, ganz ehrlich. Angeln in Diamond Lake Village. Na, da gucken wir natürlich gleich mal rein bei Tourismus Nummer 17. Da. Ein Informationsschild über das Angeln in Diamond Lake Village gefunden am Crater Lake. Angeln am Diamond Lake. Sie benötigen keine Angelerlaubnis, um im Crater Lake zu angeln. Fische dieser Gegend, Regenbogenforelle und der Rotlachs.
Die Fische des Diamond Lake wurden ursprünglich im Jahr 1888 eingesetzt. Heute gedeihen sie prächtig und sie dürfen ihren gesamten Fang behalten. Es gelten keine Größenbeschränkungen. Wir wollen die Reinheit des Diamond Lake und des Crater Lake Nationalparks erhalten. Bitte benutzen Sie keine künstlichen Köder, also Plastikköder oder Lockmittel und keine eigenen Boote oder Schwimmwesten. Bitte sammeln Sie die Fische nicht am See. Und da sieht man mal die großen Unterschiede. Hier gibt es keine großen Beschränkungen. Du kannst fischen, was du aus dem See rausbekommst. Und wenn wir dann mal Far Cry 6 als Konträrbeispiel dazu nehmen, da gibt es viele Dörfer, wo nicht mehr gefischt werden kann, weil keine Fische mehr da sind, weil das ganze Gebiet überfischt wurde. Aber gut, in Far Cry 6 gibt es jetzt auch keine Zombie-Apokalypse, zumindest vorerst. Wer weiß, was da noch kommt. Da sind wir ja auch noch mitten in der Story drin. So, okay, dann lösche ich mal das hier wieder von der Karte. Das wäre dann mal Nummer 2 gewesen. Und dann schauen wir mal. Wir wollen jetzt zurückkehren Richtung Wizard Island. Haben wir auf dem Weg dorthin noch was mitzunehmen? Wir haben tatsächlich hier noch was, was wir mitnehmen können. Und zwar Neo Info 37. Mal gucken, wo genau das ist. Das müsste genau hier zu finden sein. Beim Schulbus irgendwo. On the ground next to corpse of a yellow jumpsuit that's leaned up against the truck. Da sollte das zu finden sein, also eigentlich auf dem Weg. Guck mal, das ist da unten, dann drehen wir hier einmal um, fahren da wieder zurück und sind auch schon wieder unten. Also gar nicht mal so doof. Nehmen wir das nochmal ganz kurz mit hier. So. 500 Meter das Ganze, das ist in Ordnung. Das können wir mal machen. Dick, was hast du vor? Ja, ich werde jetzt weiterfahren. Hey, Lukas. Dankeschön fürs Auftanken, danke fürs Reparieren. Ich habe trotz Story-Beendung noch einiges vor. Oh, oh Gott. Da steht wieder jemand. Weil das waren nur die Aufgespießten. Wieso gibt denn der kein Gas mehr? Oh, ich glaube, der gibt Gas, nur man hört's nicht. Na, auch schön. Ich glaube, unser Bike ist ein bisschen im Arsch. Kann das sein? So, Yellow Jumpsuit. Wer kommt denn da jetzt? Hoffentlich kein Sprinter. Nee, der ist es. Na, Glückwunsch. Den brauche ich ja noch weniger. Okay, 2 Schuss mit der Waffe. Das ist aber schon völlig in Ordnung. Also ganz ehrlich, das ist völlig in Ordnung. Guck mal, wir können hier sogar ein bisschen was looten. Also schrottmäßig. 2 Schuss und der Riese ist weg. Das nehme ich gerne. Also ganz ehrlich, das nehme ich gerne. Nochmal 3 Schrott. Hier hinten noch ein bisschen Muni. Brauchen wir Muni? Eigentlich nicht. So, Yellow Jumpsuit. Und Truck. Der ist da hinten. Da ist nochmal Munition. Und da haben wir die noch Infos. Ein Nero, Ricardo. Verdammt! Was ist hier passiert? Die haben hier alles niedergebrannt. Ja, das sehe ich selber, Corporal. Vielen Dank. Feldnotiz 2043. Geplanter Halt bei Position 211, um Phase 4 unserer Studie zu initiieren. Wir haben entdeckt, dass die gesamte Brutstätte und alles sonst vollständig zerstört worden sind. Niedergebrannt von der zivilen Bevölkerung. Der Deschutes County Miliz. Ja, die verdammte Deschutes County Miliz. Wissen Sie, wie viel Arbeit wir verloren haben? Um ehrlich zu sein, Lieutenant, weiß ich meistens sowieso nicht, was wir hier überhaupt tun. Nein, natürlich nicht. Was wir hier getan haben, Corporal, war das Studium eines Schwarms mutierter Corvus Corax Principalis. Krähen. Infizierte Krähen. Die Anwohner nennen sie Schreier. Nein, nicht Krähen. Raben. Da gibt es einen großen Unterschied, wissen Sie? Das ist eine komplett andere Spezies. Okay. Wissen Sie, wie selten alles von Kuscheln auf invasive Krankheiten von Säugetieren auf Vögel überspringt? Selten? Ja, selten. Diese Miliz-Arschlöcher haben unsere Forschungen um Monate zurückgeworfen. Na los. Nördlich der Klamath Marsh wurde ein weiterer Brutplatz lokalisiert. Da geht es als nächstes hin. Verstanden. Dann mal los. Hauen wir ab. Also die Miliz hat da irgendwie schon inzwischen reingefunkt als, bei den Neo-Forschungen. Die Neo-Leute wollten hier forschen, haben in allen anderen Gebieten forschen können, nur hier nicht, weil da kam dann die Miliz und hat da dazwischen gefunkt. Waren wir hier eigentlich schon mal? Ich glaube schon.
Okay, wir lesen uns nochmal ganz kurz durch, um was es da jetzt nochmal ging. Die kurze Zusammenfassung hier, nicht bei den Fertigkeiten, sondern bei den Sammelobjekten. Und zwar hier, das war Numero 17, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das war nicht Numero 17. Scheiße. 13? Haben wir noch gar nicht. Kacke, was war denn das für eine Nummer? Hauptquartier, Crater Lake? Nee. Naja, wurscht. Wir wissen ja, was es ging. Wir haben es ja gerade gehört. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir haben schon mal ein bisschen was mitgenommen. 3 Stück von unseren 25, die wir noch sammeln müssen. Das heißt, 22 sind noch offen. Wir haben noch 3 Camp-Missionen offen. Wir haben noch ein paar Missionen offen. Also es ist noch ein bisschen was zu tun hier in den nächsten Folgen bei Let's Play Days Gone. Und weiter geht es dann auch schon in der nächsten Folge hier wieder bei unserem altbekannten Crater Lake bei Wizard Island. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier jetzt aussieht. Was sich verändert hat und was noch gleich geblieben ist. Wer jetzt vielleicht der neue Herrscher über das Ganze hier ist, das werden wir rausfinden in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin, tschüss!